So Leute, ich sehe ein bisschen luftiger aus, aber es ist halt auch warm. Deswegen machen wir das heute mal so. Ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen, dass ihr wieder zu Talentspiele eingeschaltet habt. Ja, normalerweise läuft das so, ich bereite dann immer so für den Monat die Spieler vor. Der ist mir aber spontan gekommen beim Kaderdurchlesen des VfL Osnabrücks und dachte mir so, spannend. Und zwar soll es um, meine Stimme ist übrigens noch ein bisschen heiser, vom Bochum Total Festival, deswegen entschuldigt. Ja, also auf jeden Fall um Maxwell Jamfi gehen. Er ist 23 Jahre alt, er ist dieses Jahr 23 Jahre alt geworden. Er ist Deutscher, 1,89 Meter groß und spielt in der Innenverteidigung. Ist also für einen Innenverteidiger relativ robust, relativ groß und kommt gebürtig aus dem Pott, aus Dortmund und hat, wie gesagt, noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings hat er erst letztes Jahr seinen Vertrag in Osnabrück verlängert. Sein aktueller Marktwert beträgt 500.000. Er hat in der dritten Liga bisher 35 Spiele absolviert, jedoch noch ohne Tor. Erfolg hat aber 10 gelbe Karten kassiert. Da kann man sich dann, glaube ich, in etwa vorstellen, wenn man von 38 Spielen 35 spielt und zwei davon fehlt, weil man eine Gelbsperre abzusitzen hat. Was das für ein Spieler ist und welchen Spielstil er hat. Ansonsten in der U19 Bundesliga West 28 Spiele, ein Tor. In der Regionalliga Nord 21 Spiele mit zwei Vorlagen. In der U17 10 Spiele. Und ja, ansonsten noch in der Regionalliga Nord Endrunde 9 Spiele und ein Tor. Und im Niedersachsenpokal 4 Tore. Ansonsten für die jeweiligen Vereine, er war ja auch mal beim VfL Bochum, hat er 32 Spiele absolviert. Beim HSV 30 Spiele mit drei Vorlagen. Und ansonsten war er noch beim Hombrucher SV in der U17. Zweite Liga würde dieses Jahr dazukommen, wenn er sie denn mit dem VfL spielt. Aber beim VfL geht jeder davon aus, dass das passieren wird. Grundsätzlich weiß ich jetzt nicht, ob man ihm die zweite Liga zutrauen sollte oder halt generell dann auch die Bundesliga. Vielleicht ist das schon gut, wenn er 2025, 25 ist und dann erst den nächsten Schritt zu gehen. Es wäre aber potenziell auch ein Spieler, den ich mir bei uns vorstellen könnte. Ich meine, er ist ja relativ kostengünstig. Selbst wenn er jetzt noch 2 Jahre Vertrag hat, er hat halt nur einen Marktwert von 500.000 Euro. Das heißt, man müsste nicht so wahnsinnig viel bezahlen. Der Gehalt ist in der zweiten Liga generell nicht so groß. Deswegen wäre das natürlich eine Option. Ansonsten, wenn er jetzt ein Pottjunge ist, wäre natürlich Schalke, wenn sie dann irgendwann wieder aufsteigen, was hoffentlich dann dieses Jahr passiert, natürlich eine Option. Oder je nachdem, nach Ligaverbleib auch der VfL Bochum, wo er selber schon mal war, wenn er denn so heimatverbunden ist und wieder die Heimat möchte. Grundsätzlich sollte man erstmal jedem die Bundesliga zutrauen. Und bei ihm bin ich mir eigentlich sicher, dass das ganz gut funktionieren könnte. Nun ja, wie seht ihr das denn? Wo würdet ihr Maxwell Jamfi die nächsten Jahre sehen? Glaubt ihr, er wechselt dieses Jahr noch oder nächstes Jahr oder dann vielleicht irgendwie ablösefrei? Fakt ist, wäre ja auf jeden Fall spätestens nächsten Sommer müsste der VfL Osnabrück verkaufen, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, dann sollte Jamfi nicht verlängern wollen. Denn 2025 ist er, wie schon erwähnt, ablösefrei. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haui und tschüssi.